Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Jetzt werden wir aber noch ein paar Kreise zeichnen, damit ihr seht, wie das funktioniert und wie man mit so einem Zirkel umgeht, direkt auf dem Blattl Papier. Das schauen wir uns dann aus der Nähe an. Okay? Dazu brauche ich dann noch mein GZ-Dreieck. Ich hoffe, ihr habt eures auch bereit. Dann legen wir los. So, da haben wir alles, was wir brauchen zum Zeichnen. Und wenn wir einen Kreis zeichnen, dann läuft es immer so ab. Da steht zum Beispiel, zeichne einen Kreis mit dem Radius 4 cm. Manche könnten ja auf die Idee kommen und sagen, ah, da stiche ich doch gleich mit dem Spitz da in das Lineal hinein und tue da 4 cm abmessen. Tut das bitte nicht. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man da vorgeht. Möglichkeit 1. Ich zeichne auf jeden Fall einmal eine lange Linie. Inzwischen wissen wir, dass das der Teil einer Geraden ist. Und dann mache ich mir das zunutze, dass wir da gelernt haben, im rechten Winkel zeichnen zu können. Genau eine normale dazu. Und wer jetzt schon gesehen hat, gell, wie ich da mit dem Bleistift tue, wer solche Bleistifte verwendet oder solche Bleistifte, da ist der Schmäh, wenn man da zeichnet, entlang vom Lineal und sich da so dreht dabei, dann bleibt der Strich immer gleichmäßig dick. So, auf jeden Fall, das ist unser Mittelpunkt. Da kann ich schon mal M hinschreiben. Ich hoffe, das sieht man, ja. Ja, und jetzt kann ich hergehen und sagen, wenn es da heißt, Radius ist 4 cm, dann misse ich vom Mittelpunkt auf irgendeine Seite 4 cm und markiere mir das mit dem Strichele. Dann habe ich halt da den Strich. Ich kann aber genauso gut unten am Blattrand oder beim Schmierpapier hergehen, mir einfach eine Linie zeichnen, dann markiere ich mir irgendwo meinen Nullpunkt, da tue ich mir einstechen und auf der Linie markieren wir jetzt genau die 4 cm. Damit ist das Lineal geschont und ich nehme mir dann meinen Zirkel und entweder stiche jetzt mit der Spitze da unten ein und fahre dann mit dem Zirkel so weit auseinander. Jawohl, da sehe ich schon, wenn ich da so einen Probestrich mache, das habe ich ganz genau erwischt. Ja, und jetzt kann ich das übertragen. Da muss ich jetzt den Mittelpunkt nehmen. Und da geht es jetzt nicht darum, durchzustechen, bis man im Tisch drinnen steckt, sondern ganz gemütlich da aufsetzen. Man muss da nicht hineinstechen. Ungewohnt ist es vielleicht, wenn man da direkt da oben zeichnet, dann hupft der Zirkel gerne mal weg. Also ich nehme das da so, ich stiche da in die Mitte ein. Man sagt zwar einstechen, aber das ist kein Stechen. Und dann zeichne ich so und so. Dann greife ich mir da um und zeichne da und da. Passt, der erste Kreis ist fertig. Machen wir einen zweiten Kreis. Machen wir es gut, machen wir ihn da eh noch ein. Genau im rechten Winkel, genau schauen, ob die Linie da wieder deckungsgleich ist. Sie deckt sich. Dann mache ich mir da wieder meine Messstrecke. Da ist 0. Und ich mache jetzt wieder einen Kreis mit Radius 4 cm. Stich dann da ein. Spann auf bis genau 4 cm.
und zeichne diesen Kreis. Wie nennen wir die Teile jetzt? In der Mitte ist der Mittelpunkt. Man sieht schon, ein Punkt, Großbuchstabe. Da außen ist die Kreislinie. Das ist ein Kleinbuchstabe, weil es eine Linie ist. Vom Mittelpunkt bis zur Kreislinie haben wir den Radius, ein Kleinbuchstabe, weil es eine Strecke ist. Und dann haben wir noch von der Kreislinie durch den Mittelpunkt zur Kreislinie den Durchmesser. Die Strecke ist eine Strecke, deswegen auch wieder Kleinbuchstabe. Und da können wir jetzt schon unsere erste Formel aufschreiben. Durchmesser ist 2 mal der Radius. Das gilt immer. Fertig ist der Kreis.